Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute gibt es wieder die VR und AR Weekly News mit folgenden Themen. Es gibt ein VR Exoskeleton aus Deutschland, Neuigkeiten zu Apple VR und AR, Neuigkeiten zur Alien Isolation Mother VR Mod, Verfügbarkeit der Valve Index, Gameplay zu Hitman 3 VR, Minecraft Earth ist am Ende, von Facebook gibt es mechanische Displays und ein Riesen-Update zu Pavlov VR. Außerdem eine sehr wichtige Information an alle meine Patrons. Zudem die neuesten Releases und Sales diese Woche. Bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren Woodghost VR, Opermann Events, Peter Wasmer, Andi Defelzer VR Ambassador, Virtual Escape und Adams Group. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. Ein VR-Exoskeleton. Und das auch noch aus Deutschland. Das Ding sieht ja wirklich abgefahren aus. Also wenn ich mir das so anschaue, das erinnert mich direkt an Ready Player One und an die absolute Zukunft. Guck mal, der Kollege, es sieht aus, wenn er da wirklich so hängt. Ja, der hängt auch da. Und dieses Exoskeleton, das seht ihr hier schön in diesem Video. Das gibt komplettes haptisches Feedback auf diese ganze virtuelle Umgebung. Ja, das heißt, es muss natürlich aufeinander abgetimt werden und so. Aber ich glaube, viel realistischer kannst du es dann auch wirklich nicht mehr machen. Da seht ihr mal wirklich, was hier überhaupt möglich ist. Ne? Das ist so abgefahren. So ein Ding hätte ich gerne. Ich meine, es ist natürlich alles eine eigene Bastelei. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal nach Holotron suchen. Das ist von dem Marcel Reese. Und der hat das hier entwickelt. Ja, hier seht ihr auch nochmal schön, wie das alles. Also ich finde super, wie die Leute da dran basteln, ja, dass es überhaupt sowas gibt. Gefällt mir echt total geil. Das Holotron. Apple scheint definitiv irgendwas zu planen bezüglich Augmented Reality und vielleicht auch Virtual Reality. Und der Marktanalyst Ming-Ching Kuo, der auch schon viele Leaks erfolgreich vorhergesagt hat, der sagt, dass dieses Jahr von Apple schon Augmented Reality Glasses, also wirklich eine Brille, kommen kann und sogenannte Tracker, das sind Augmented Reality Tracker. Da bin ich mal gespannt, was das kann. Die tut man vielleicht auf irgendwelche Gegenstände und dann werden die getrackt in Augmented Reality. Und das Ganze soll tatsächlich schon 2021 erscheinen. Das ist sehr interessant. Gepaart mit der News hier, dass Apple ein Patent zugesichert bekommen hat von Handschuhen, von AR-Handschuhen oder VR-Handschuhen, die auch haptisches Feedback haben. Ja, das ist so krass. Ich meine, man muss immer vorsichtig sein. Das sind nur Patente, ja. Viele Firmen lassen sich alles Mögliche patentieren, aber es kommt nie irgendwas raus. Aber trotzdem, also Apple arbeitet definitiv an solchen Sachen und zwar anscheinend nicht zu kurz. Und mit ein bisschen Glück können wir vielleicht schon dieses Jahr mit irgendwas von Apple rechnen. Was stellt ihr euch vor? Was wäre euer Lieblingsgadget VR oder AR-mäßig von Apple? Schreibt es mal in die Kommentare. Mother VR, das ist ja ein Mod für Alien Isolation, mit dem man dieses Spiel super in VR spielen kann. Das funktioniert wirklich absolut klasse. Das habe ich ja schon mal auf meinem Kanal gezeigt. Und jetzt ist das geupdatet worden. Und zwar ist diese sogenannte Mother VR Mod jetzt kompatibel mit dem Epic Game Store. Das heißt, wenn ihr, es gab ja im Dezember so eine Aktion, da konnte man jeden Tag ein Spiel kostenlos kriegen im Epic Game Store. Vielleicht habt ihr da sogar Alien Isolation kostenlos bekommen. Und jetzt könnt ihr dazu kostenlos die Mother VR App runterladen und dann könnt ihr das in VR zocken. Und ich sage euch, das ist geil. Das ist absolut geil. Den Link zu der Mod findet ihr in dem Artikel von Upload VR. Hier steht Download the New Mod. Und dann könnt ihr das runterladen. Absolut cool, gefällt mir und solltet ihr ausprobieren. Verfügbarkeit der Valve Index, das ist ja immer so eine Sache. Und hier in dem Artikel von Road to VR sagen die, dass es immer so war, dass in Europa die verfügbar war und in USA nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das so bestätigen kann. Ist das so? Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das nirgendwo verfügbar war, das Ding. Auf jeden Fall sagen die jetzt, ist es genau umgekehrt, dass es in Europa nicht mehr verfügbar ist und in den USA und Kanada schon. Wir sehen hier so eine Verfügbarkeitsliste und ihr seht hier überall Europa, zack, out of stock, das Fullkit und Headset und Controllers. Und die Controller kann man anscheinend überall bekommen innerhalb von 2 Wochen, das wundert mich, weil diese sehr beliebt sind auch. Aber das komplette Kit und so, das
dauert wirklich sehr, sehr lange. Und hier unten sehen wir in den United States und Kanada, kriegt man das Full Kit innerhalb von, also weniger als 2 Wochen. Und hier Germany sehen wir zum Beispiel out of stock. Ne? Schweiz steht gar nicht drin. Austria. Out of stock. Sieht nicht gut aus hier in Europa. Könnt ihr das bestätigen? Das würde mich mal interessieren, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke natürlich jetzt nicht mehr jeden Tag da rein, weil ich halt die Valve Index hier habe. Ne? Aber ich denke mal, viele von euch sind da dran sehr interessiert. Wie sieht denn die Verfügbarkeit bei euch aus, wenn ihr da öfter mal reinguckt? Könnt ihr das bestätigen, dass es das in Europa jetzt gar nicht mehr gibt? Schreibt es mal in die Kommentare. Falls ihr Bock habt, noch ein bisschen Gameplay zu sehen von Hitman 3 in VR, dann könnt ihr euch diesen Trailer hier mal angucken in diesem Artikel von Upload VR, den tue ich unter das Video. Für mich sieht das alles sehr cool aus. Die Grafik sieht ein bisschen schlecht aus irgendwie. Also irgendwie gefallen mir da so ein paar Texturen nicht so ganz. Aber gut, wir müssen das ja auf der PlayStation VR anpassen, ne? Das muss man ja alles bedenken. Das heißt, es muss natürlich ein bisschen abgespeckt sein. Was mich aber wundert, diese ganzen Szenen, die ihr da seht in diesem Trailer, sind für mich irgendwie nicht geeignet für den DualShock-Controller. Hier diese Waffe, wie hält man das Ding dann so oder? Ganz, ganz komisch irgendwie. Hier auch zum Beispiel. Das wäre doch viel cooler, wenn wir den Move-Controller da benutzen würden. Also mir ist es ein Rätsel wirklich, dass die immer noch darauf beharren, dass das nur DualShock-Unterstützung hat. Also ich will Hitman 3, also erstmal will ich das sowieso auf dem PC erspielen und zweitens will ich das natürlich aber auch wenn ich das überhaupt auf der PlayStation VR zocken muss, mit den Move-Controllern zocken. Ne, hier zum Beispiel, den Mann hat er festgehalten, da hätte ich mir das doch mit den Move-Controllern, kannst du den so fallen lassen, ja? Knöpfchen drücken gefällt mir nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Was haltet ihr davon? Schaut euch den Trailer mal an, komplett, und dann erzählt mir, was ihr davon haltet. Minecraft Earth ist am Ende, nachdem es 2019 erst erschienen ist. Im Juni 2021 ist Schluss damit. Die Begründung ist, dass dieses Spiel ja darauf ausgelegt ist, draußen rumzulaufen, ja, und Kontakte mit anderen zu haben. Und durch die Corona-Krise ist das natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Und deswegen sagen die, wir müssen unsere Ressourcen anderweitig verteilen und wir stoppen das Ganze jetzt. Krass, oder? Das ist krass. Jetzt die Frage, warum im Juni erst? Weil ich hoffe ja doch mal, dass im Juni 2021 wieder so ein bisschen mehr möglich ist draußen, ja? Keine Ahnung. Also vielleicht ist das auch einfach nur ein Vorwand, man weiß es nicht so genau. Ne? Vielleicht ist das einfach sowieso nicht so gut gelaufen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall war es das mit Minecraft Earth. Mechanische Displays von Facebook. Wie funktioniert das? Ja, also erstmal soll der Grund, warum man das überhaupt erfinden möchte, ist, um den Screen-Door-Effekt zu verringern. Ja, und zwar funktioniert es einfach durch Bewegung, ja, also das Display wird, so wie es aussieht, einfach ganz ultraschnell bewegt, sodass man trotzdem keine Verschwommenheit sieht, aber die Pixel halt wirklich direkt nebeneinander sind, sodass halt dieser Ringdo-Effekt nicht, dieses Fliegengitter, was man hier sieht, dass das nicht mehr vorkommt. Das ist sehr, sehr abgefahren. Das funktioniert hier mit so verschiedenen Motoren und das ist natürlich abgefahren. Jetzt ist natürlich die Frage, diese ganze Sache sieht hier ziemlich aufwendig und teuer aus. Ist es nicht einfacher und günstiger, einfach ein höher auflösendes Display zu nehmen? Das habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Vielleicht kann einer von euch ja mal was dazu sagen. Aber vielleicht ist es auch günstiger. Ne? Vielleicht kann man dann einfach günstigere Displays nehmen und diesen Motor hier und dann ist der Screen-Door-Effekt auf. Weg. Keine Ahnung. Ich meine, wir haben ja bei der Reverb G2 gesehen oder zum Beispiel auch nee, X ist ein schlechtes Beispiel, oder bei der Pimax 8KX, dass man auch für halbwegs bezahlbare Preise keinen Screen-Door-Effekt mehr hat. Ne? Also vom Display her ist das ja schon möglich. Deswegen ist es für mich ein bisschen fragwürdig, warum man das entwickelt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wenn ihr große Fans von Pavlov seid, dann macht mal das neueste Update von diesem Spiel. Das ist sehr, sehr groß. Ich glaube, das ist 10 bis 12 Gigabyte groß. Und das ist das sogenannte World War II Update. Also aus dem Zweiten Weltkrieg
kriegen wir jetzt ganz viele neue Sachen dazu. Da gibt es hier zum Beispiel so einen Testraum, wo wir die ganzen Waffen ausprobieren aus dem Zweiten Weltkrieg hier. Sowjet, US and British Weapons, Axis Weapons, Player, verschiedene Player-Models hier noch. Dann haben wir Panzer. Wir können mit einer Dreiergruppe, wie wir hier sehen, Panzer steuern. Jeder hat seine eigene Gruppe. Das ist wirklich abgefahren. Und dann gibt es auch noch Maps. Ja? Also hier Santorini. In Griechenland haben wir, dann haben wir Station, dann haben wir Bridge, Data Center, Stalingrad, wir haben neues User Interface und noch einige Sachen, wie zum Beispiel wie Haptic Support für die Westen. Also das ist wirklich geil, dass die Pavlov-Entwickler so viel da rein. Und das Geile ist, es ist halt komplett kostenlos. Ne? Wenn ihr das Spiel schon habt, kriegt ihr es einfach komplett kostenlos. Also ich bin sehr, sehr begeistert davon. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Das World War II Update für Pavlov VR. Ein kleiner wichtiger Hinweis diesmal wirklich, bevor es zu den Releases und Sales geht, an alle, die mich über Patreon supporten, ich habe auf Euro umgestellt, ja, und das bedeutet, dass ihr ein bisschen, dass ihr mir helfen könnt. Also wenn ihr auch auf Euro umstellt, dann kriege ich wesentlich mehr raus als jetzt. Also es wird mir wesentlich weniger Gebühren abgezogen. Das wäre absolut cool, wenn ihr überlegt, auf eins der Euro-Pledges jetzt zu wechseln. Das heißt, wenn ihr gerade irgendwie, ich glaube, $1 auf $1 seid, dann zahlt ihr irgendwie 82 Cent und das wäre dann jetzt 1 Euro. Da würdet mir wirklich sehr, sehr helfen, wenn ihr euren sogenanntes Tier oder euren Pledge wechselt. Das könnt ihr machen, indem ihr, das geht jetzt ja nicht, weil ich nicht eingeloggt bin. Oben rechts ist euer Logo, da geht ihr drauf und dann sagt ihr Manage Patreon und dann geht ihr auf Voodoo und dann sagt ihr, also auf mich halt dann und dann sagt ihr Change Currency und dann geht ihr auf Euro. Das wäre absolut cool. Viele haben das schon gemacht, aber einige sind immer noch auf Dollar. Das wäre super, wenn ihr das mal macht. An dieser Stelle natürlich auch Dank an meine neuen Supporter, den Thomas, den Blue Fox, den Sascha, den Folger, den Kanga und den Renmai. Vielen, vielen Dank. Ab 1 Euro im Monat hier kriegt ihr schon hinter den Kulissen Videos und eine Spezialrolle auf meinem Discord. Vielen Dank dafür, wenn ihr mir dabei helft. So, jetzt aber an die Releases diese Woche auf Steam. Cinder of Hades, das ist ein Wave-Shooter. Die sagen sogar ein Relaxing-Wave-Shooter. Wie kann sowas relaxing sein? Auf jeden Fall ist das eher mit Magie. Ne? Die Grafik sieht auch nicht so geil aus, aber naja, gut. Auf jeden Fall ein Wave-Shooter mit Magie. Plexus VR, das ist ein ganz verrückter, abstrakter Escape Room, ne, mit ganz, ganz verrückter Umgebung, sieht aber ganz schick aus. Meshizzle, das habe ich schon gezockt, das habe ich euch schon vorgestellt, hat mir gut gefallen und das ist jetzt auch erschienen, könnt ihr für 8,99 kaufen. Dann auf der Oculus Quest haben wir einmal Holofit und wie der Name schon sagt, können wir da einige Workouts machen. Es gibt bis zu 100 verschiedene Optionen, die wir einstellen können. Und ja, da müssen wir halt uns anstrengen. Das Ganze ist kostenlos. Und mehr, das habe ich euch schon gezeigt. Das ist ein Abenteuer-Puzzlespiel. Wir sind ein mechanischer Vogel und müssen immer weiter im Level vordringen. Und das machen wir zusammen mit unserer Begleiterin. Hier, die sieht man hier unten ganz klein. Die läuft immer mit uns mit. Und da müssen wir Puzzles zusammen lösen. Habe ich auf meinem Kanal schon gezockt. Dann auf der Rift-Plattform haben wir Battle Arena. Das ist ein sehr schlicht gehaltene Multiplayer-Arena, wo wir uns gegenseitig abballern können. Virtual Museum do Fornaris. Ja, wie der Name schon sagt, ist das natürlich ein Museum hier und da könnt ihr euch Kunst anschauen. Kostenlos. Art Reflections ist sowas Ähnliches. Da können wir auch verschiedene Kunstwerke uns anschauen, die auch teilweise sehr, sehr verrückt sind. Ist auch alles kostenlos. Auf der PlayStation VR gibt es leider nichts Neues diesen Monat. Kommen wir zu den Sales. Das fällt diese Woche leider aus bestimmten Gründen sehr knapp aus. Pavlov VR und auf Steam kostet jetzt 40% weniger. Das ist natürlich jetzt auch sehr interessant, weil natürlich das neue Update rausgekommen ist. Sehr cool. Und natürlich Red Matter auf Steam VR. Ein super tolles Abenteuerspiel. Das super gemacht mit vielen Puzzles. Kann ich euch sehr empfehlen. Ist 40% günstiger. Und Boiling Steel, das ist ein Singleplayer-Shooter auch. Durch verschiedene Levels, wo wir auch eine verrückte Robotergeschichte erzählt bekommen, ist 60% günstiger. Auf der Quest und Rift gibt es keine besonderen Angebote. Und auf der PlayStation VR, da hat Sony leider schon wieder den ganzen Store geändert. Und das Tool, was mir der liebe Kijan zur Verfügung gestellt hat, das geht leider jetzt wieder nicht mehr.
Also ich weiß nicht, was die da machen, aber ich kann euch diese Woche erstmal leider keine Sales zeigen zur PlayStation VR. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Überlegt bitte mal, wie gesagt, eure Patreon-Kanalmitgliedschaft umzustellen auf Euro, und ab einem Euro geht das. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Voodoo.de